Ich hab schon Brustschweiß, sehe ich gerade. Oha, krank. Wir haben schon lange nicht mehr runtergezählt. Können wir gerne machen. 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Das war synchron bei mir. Bei dir? Dann war es auch synchron. Du hohle Birne! Jo Freunde, ich grüße euch zu einem weiteren Video. Leute, heute ist mal wieder SBB Time. Heute haben wir wieder ein Versus. Ich spiele den Team of the Season Griezmann von Atletico Madrid. Und der Bruder, der sich jetzt vorstellen wird, Mukai, nimmt welchen Spieler? Hallöchen! Mittel, Leute. Ich spiele den neuen Griezmann, den Footy-Gewinner, der zweite Chance-Sieger-Besieger, Griezmann 96 Barca-Stürmer. Ja, und ich grüße dich, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles bestens. Danke, ich hoffe, bei dir auch, Brudi. Noch ja, noch. Danke, danke. Und ja, Leute, die letzten Videos mit Mukai sind sehr, sehr gut angekommen. Das freut mich persönlich. Gib dem Video noch sehr gerne ein Däumchen nach oben. Und im Anschluss unbedingt erster Link in der Videobeschreibung. Guckt bei ihm nach. Sollte es, Leute, bei ihm ist auch geplant ein Griezmann-Video. Sollte es aber ein Discard geben, dann müssen wir uns noch mal ein anderes Video quasi überlegen. Das machen wir dann aber noch, wenn es soweit sein sollte. Gut, ich würde mal meinen, wir schreiben den ganzen Lachs auf und dann geht es los. So, erste Runde beginnt. Der Bruder Mo hat die Raute oder die 4-3-1-2. Ich habe 4-3-3, die vierte. Ich halte rein für Stürmer und ZOM. Ja, ich fange direkt mit dem Kaliber an, lieber Pato. Ich habe im ZOM, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, der eigentlich MS ist. Dich doch ins Knie, Alter. Was ist? Das hängt gerade. Da ist dieser Ladebalken. Ich dachte, du hast ihn unabsichtlich discarded, den du nehmen wolltest. Pass auf. Irgendwie hört sich das nach Messi an, kann das sein? Nee. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Also Leute, ich glaube, Sänger werden wir keine. Oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Halt, stopp! Ich habe im ZOM ein Icon. Rütrillit. Oh. Ja, kommen wir mal im Kaliber an. Und im Sturm habe ich alle gesund drin kassiert. Den Tots. Oh no. Wollte mal upgraden. Oh no. Wollte mal upgraden. Den habe ich gestern by the way gezogen, Alter. Ich habe mich so gefreut. GG. Danke dir. Ich habe Joao Felix und Coutinho genommen. Dadurch, dass der sich eine Woche lang nicht verkaufen hat lassen, verwende ich den einfach für das Video. Team of the Season Benzema, der war echt nicht geplant. Ja. Rechter Flügel werden. Eigentlich möchte ich ja immer jemanden haben mit Sprungkraft. Diesmal werde ich das nicht machen. Food Birthday Marcelo. Und den hier. Ich weiß es nicht. Es gibt zwar viele Franzosen, linker Flügel. Ich habe mich entschieden für Franck Ribéry. Oh, GG. GG. Ich bin halt auf die ganz einfache Variante gegangen. Ist so, vielleicht dieser psychologische Tricks und so. Ich habe halt Suarez und Dembélé für links schon mal aufgeschrieben und rechts Pepe. Oh, okay, okay. Ja, das ist ja das mit Kopfballstärke. Ja. Sehr, sehr stark. Nächste Runde, Leute. Jo, bis gleich. Bis gar nicht. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? So, weiter geht's mit den ZMs. Ich mache ja den linken und den rechten ZM beim Bato. Ich halte rein, du kannst schon deine Spieler einsetzen. Okay. Den Ribéry habe ich nur genommen, in der Hoffnung, dass du vielleicht Alaba aufschreibst. Und ich diese Karte verwenden darf. Team of the Year Kanté. Und dann gibt es noch einen Spieler, den habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Das ist der Team of the Season von Sarabia. Ach, Alter, du machst ja Moves, ey. Nicht schlecht, GG, ey. Was denn? Ich habe halt gedacht, du hast mich halt absolut durchschaut. Ja, ich habe Alaba aufgeschrieben. Und rechts und rechts. Und Arthur. Heute also Kreativität ist da. Ja, danke dir, Bro. Danke dir. Kabelsalat übrigens auch. So. Ich habe im linken ZM, wen habe ich denn da? Ach so. Dein Lieblingsspieler? Aua. Den links? Okay. Ich habe im mittleren ZM Ndombele. Und im rechten ZM. Warte, muss ich aber kurz dazu deppen. Depp, 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 Pogba. Futi. Futis Pogba. Futi Pogba und Aouar und Ndombele tot.
Ja, der Rosene fühlt sich dann sehr, sehr wohl mit zwei Brosekarten, Bruderherz. Nein. Echt? Doch. Echt jetzt? Ganz, ganz echt jetzt. Ich habe aufgeschrieben Busquets, Ndombele und Aua. Dein Aua nimmst du gefühlt immer, Bruder. Ganz ehrlich, deswegen habe ich den diesmal genommen. Ich habe halt gedacht, du willst halt denken, dass ich den nicht nehmen werde und deswegen werde ich den nehmen. Das ist sehr, sehr geil. Auf der linken ZM-Seite wünsche ich mir den Torhüter und im ZDM einen normalen Bronzespieler. So Leute, der Außenverteidiger. Boah, da bin ich jetzt gespannt. Kannst du mir eine Frage beantworten? Ich kann dir jede Frage beantworten. Bist du links und rechts? Bist du links in der französischen und rechts in der Premier League geblieben? Nein. Okay, okay. Also ich habe links Alex Tejes Tots. Okay. Und rechts, okay, doch rechts bin ich Premier League geblieben, stimmt schon. Ohne Fuji-Karte, mach nicht den. Bitte. Ah, der Walker, den kannst du behalten. Ne? Ja, Ehrenpato. Ich hab Lala und... Ehrenpato. ich hab Lala und Mondi von City aufgeschrieben. Oh, das ist gut, ey. Du hast Alex Telles aufgeschrieben, ne? Hab ich drin. Okay, da bin ich dann gespannt, wie du das lösen wirst. Mhm. Okay, Bruder. Jetzt halte ich rein. So, Linksverteidiger. Den hatte ich, glaube ich, schon mal gegen dich. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Ja. Ich nehme den Future Star von Mondi. Und rechts, da bin ich mir... Oh, ich weiß nicht, das könnte mal ein großer Torhüter werden. Ich mag diese Karte unnormal. Flashback Juan Fran. Kannst du bitte nochmal wiederholen für die Zuschauer, damit die auch mitlesen können? Also hast du ihn. Kannst du bitte beide vorlesen nochmal, damit die mitlesen können? Also hast du können? Beide? Ich hab beide, yes! Ah, Ripperino. Aber okay. Ich geb dir die Auswahl, dass du entscheiden kannst, wo der Torwart kommt. Okay, dann nehme ich links den Torhüter. Ja, mach mal. So ein Ehrenmann bin ich noch, yes! Bitter. Okay, jetzt kommt die Verteidigung, Leute. Die Innenverteidigung. Oh, bis gleich. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt wird echt spannend, ey. Oh ja, Leute. Bis gleich. Jo, bis gleich. Es geht in die entscheidende Phase. Innenverteidiger plus Torwart. Ich halte schon rein, Pato. Okay. Der erste Innenverteidiger. Ich muss jetzt nur noch ganz kurz schauen, wie der heißt. Ich weiß seine Version gerade nicht. Kann das Carnival sein oder Food Birthday? Was sind das nochmal für eine Version? Ich glaube Food Birthday. Hernandez, aber Theo Hernandez. Ja. Ich habe mich jetzt nochmal kurz umentschieden. Ob das jetzt ein Fehler ist, ich weiß es nicht. Normalerweise rechter Innenverteidiger wollte ich spielen, Alvaro. Und jetzt möchte ich... Beziehungsweise jetzt habe ich mich unentschieden. Jetzt muss ich nur noch ganz kurz nach der Version schauen. Nein, nicht diese Version. Ich möchte es nämlich etwas bunter haben. Nämlich der Man of the Match von Sergio Ramos. Ja. Ob das jetzt ein Fehler war, ich weiß es nicht. Und der nächste Man of the Match, Jaume von Valencia. Den kenne ich nicht. Also den Torwart meinst du, ne? Ja. Gut, den kenne ich nicht, aber... Das erste Gefühl ist immer richtig, Pato. Niemals umentscheiden. Das ist nicht gut. Du hast Ramos? Ja. Nein. Den habe ich das erste Mal, so keine Aua, Ahnung. Aua, das tut mir leid. Aber Ehre. Wem hast du sonst? Ich habe Blanc aufgeschrieben, Ramos und Hugo Lloris. Ah, auch stark. Ich wusste nicht mehr genau, ob du Blanc hast. Habe ich. Ah, okay. Weil der hat ja so gut gepasst, ne? Ja. Und so, Leute, ich habe euch ja schon gesagt, ich bin gespannt, wie er das jetzt lösen wird. Ich musste das ausnutzen, ne? Und deswegen, mein Lieber, let's go. Ach, scheiße, ist der falsche, okay. Ich habe in der linken Innenverteidigung... Welch Wunder, Eder Militao. den ich wahrscheinlich schon direkt wieder abgeben kann. Ich habe rechts... Laporte vielleicht? Nee, Fabinho. Oh, stark. Den Innenverteidiger, ich muss gucken, welcher ist der hier. Und im Tor habe ich Ederson. Ederson? Oh nein, bitte nicht. Nein. Ah. Nein. Ich habe Alisson und Neto habe ich geschwankt. Also ich habe mich für Neto entschieden. Aber ich habe natürlich Felipe und Militao aufgeschrieben, ist eh klar. Hast du sogar beide aufgeschrieben? Na sicher habe ich beide aufgeschrieben. Ja gut, beide wird ja nicht gehen. Ich habe ja gesagt, ich muss das ausnutzen.
Ja, ich wusste, dass du einen von den beiden nehmen musst. Ja. Deswegen habe ich beide aufgeschrieben. Aber wir haben beide drei Discards, oder? Ja, wir haben beide drei Pros in der Spiele. Aua. Das kann ja was geben. Aua. Das kann echt was werden, Leute. Na gut. Ich bin gespannt. Dann kaufen wir mal alles zusammen. Jo. Ja, ich bin auch gespannt. Daumen nach oben nicht vergessen, Leute. Ab ins Spiel. Bis gleich. Ah, let's go. Ich bin gespannt, wie dein Team aussieht. Oh Gott. Diese Verteidigung. Ehre. Oh Gott. Aber boah, wenn man jemanden bei dir trifft, dann tut das schon hart weh. Ja. Außer Ederson vielleicht. Aber ich glaube, der kostet auch noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen. Aber uff. Alter, bei dir so ein Kanté, so ein Griezmann, ey. Nein. Nein. Wow. Wer war das denn? Mann! So, Bruderherz. Wie machen wir das gegen dich? Am besten gar nicht. Oh. Oh mein Gott. Ja! Mit endlich mal in der Ecke gegen dich. Mit Ansage. Aua! Uff. Aua! Nein! Boah! Wichtig. Mann, vorher durch Ecke Tor geschossen, jetzt durch Ecke Gegentor. Ja. Mann. Boah. Ich hab voll gemacht. Schiss. Ich hätte eh falsch verschoben. Ich hab voll Schiss, mit dir auf Torwart zuzulaufen. Ich weiß halt nie, was du machst. Oh. Ja. Piss. Immer ein schönes Tor gegen dich, Bruder. Aua. Ich hab absolut den Mund. Aua! Echt? War gut, oder? Hast du mit der Flanke gerechnet? Nein. Zack! Zack! Wahnsinn! Der hat sogar noch fast gehabt, der Hund. Oh, der dreht schon wieder und fliegt. Alter, wie kann er denn 6 Mal schneller sein als... Oh mein Gott. Walker! Also Pato, jetzt wirst du frech. Also jetzt wirst du frech, ey. Jetzt ist vorbei. Jetzt dreh ich den Controller mal richtig um. Oh Gott. Nein. Yeah, nein! Mann! Oh nein! Oh. Junge! Mann, diese Nachspielzeit! Oh. Boah, das war jetzt richtig. Wer war das? War das die Bronzespieler? Ach nee, Lacka Sweat! Da ist er, dein Onkel. Ey, muss der immer gegen mich treffen. Boah, Ehrenbruder. Das ist so schwierig. Nein, bitte! Mann. Griezmann, Mann. Junge! Was feierst du da? Hau den Ball einfach rein, Mann! Ey, das gibt es nicht! Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh, der ist niemals reingegangen! Gott. Über den hat mir gerade geredet, wie schlecht der ist! Was war das für ein Tor? Ich muss ja ehrlich sagen, ich wollte einen Schuss machen. Den Ball stoppen, oder wie das heißt. Bitte! Irgendwas! Nein! Ich kack ab hier! Nein! Oh mein Gott! Bruder, du schießt noch ein Tor. Ich spüre das. Oh! Ja! Nein! Boah! Arsch und Zwirn, Alter! Geht Mann, doch! Mann, Mann! Ich hab gedacht, der geht direkt rein, ne? Ey, so ärgerlich. Oh. Alter, was mir für kranke Tore gefallen. Das ist echt so, ey. Oh, eins ey. Schlimmer als das andere. Nein, bitte nicht! Bruder, oh. Das ist so ein Schweizer Spiel. Nein! Irgendwas! Oh mein Gott! Ey, ich muss aber schon sagen, es ist schon ein bisschen unverdient. Griezmann! Nein! Ich bin nicht weiter, wenn ich da nicht dran ziehen kann, ey, Mann! Ja, ist okay, ja, ja, natürlich! Jo! Moin, alles klar! Ja. Okay! Hallo! Ich bin's! Aber
unverdienter geht's nicht. Ich gebe es zu, was du für kranke Chancen hattest. Krank einfach. Ey, Griezmann, ohne Scheiß. An alle, die Griezmann machen wollen, macht den nicht. Der ist scheiße. Nicht ein Discard weniger. Nicht ein Discard. Nein. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, ich hätte es wetten müssen. Boah. Ja, jetzt läuft er ab. Klar. Jetzt läuft er ab. Wieder verdammtes GG in den Chats. Ja, die auch. Oh Gott. Aua. Ich habe meine zwei Positionen auch schon. Aua. Bruder, wenn du bereit bist, sag mir einfach Bescheid. Und ich sag jetzt schon fette Sorry, sollte es irgendwas Krasses werden. Mach. Bist du ready? Nein, aber mach trotzdem. Leute, egal was jetzt discarded wird, hinterlässt gerne ein Däumchen nach oben. Ich habe meine Positionen für mich schon, ja, safe. Ich werde den rechten Stürmer und den ZDM holen. Okay. Das geht noch, das geht noch. Bronze. Ja, okay, aber da willst du dich jetzt echt freuen, ey. Da willst du dich echt freuen. Lacazette. Ja! Ja, da freue ich mich. Boah, war jetzt am Wo ist Rulitz? Im Tor. Da bin ich halt, im Tor? Da bin ich halt voll Risiko gegangen, ne? Und Poggi? Linker IV, Griezmann, nee, ja doch, Griezmann LV. Ja, die Guten habe ich eigentlich alle so in eine Verteidigung gepackt, ne? Außer Lacazette. Boah. Egal, Lacazette ist auch 94er Discard. Ja, aber den muss ich mir nochmal für dich machen. Machen oder nicht? Den muss ich mir nochmal kaufen, falls wir nochmal aufnehmen. Sehr, sehr geil. Ja, über Lacazette bin ich sogar echt glaube ich dir, glücklich. Glaube ich dir. Weil der verfolgt mich schon, der Bruder, weil ich habe ihn gestern gezogen. Ein 89er hat mich damals schon mal abgeschossen. Ich habe jemanden mit dem 89er abgeschossen. Also sehr, sehr geil. Und Leute, erster Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es jetzt ein Rückspiel. Vielleicht kommt jetzt die Rache. Jetzt wird es wieder krank werden. Jetzt wird wieder herumgeschoben. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Schönen Tag noch auf meinem Kanal. Hinterlässt Mukai natürlich auch ein Däumchen nach oben auf seinem Kanal. Ein Abo würde mich sehr, sehr freuen. Du hast das letzte Wort. Tschüss, Pato Family und Mukai Army. Bye. Bato, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wieder richtig schön Spaß gemacht. War ein nettes Spielchen. Und dann sehen wir uns gleich im Rückspiel. Ciao, Leute. Ciao, Bato. Bis gleich.